Hallöchen, hier ist Kyoko und ich melde mich diesmal mit einem von mir nicht vielleicht unbedingt neu und eigens entwickelndem Format, aber etwas Neuem, was ich probieren möchte. Und ich sehe gerade, hier ist noch mein Testspielstand. Einfach mal ignorieren, beziehungsweise kann ich den löschen? Ah ja, ich kann ihn löschen. Wollen Sie wirklich das vorige gespeicherte Spiel ersetzen? Ja. Okay. Dann wollen wir mal starten und ich erkläre euch während des Spielverlaufs so ein bisschen, was ich hier eigentlich vorhabe. Auch wenn ihr es gerade über dem Video lesen könnt. So. Ich erzähle dir, was hier passiert. Einst war das Tal sehr friedlich. Wir lesen sehr stockend. Das Proton hatte alles. Nein, Proton unter Kontrolle. Und die Musik ist happy. Aber es änderte sich. Was passierte? Mr. Dark stahl den Proton und zerstreute die Elektrons. Bettina wollte ihn aufhalten, schaffte es aber nicht. Stand da nicht, egal. Die Elektrons waren auf der ganzen Welt verstreut. Und üble Gesellen fingen sie und sperrten sie ein. Bettina braucht einen Meister. Die Elektrons brauchen einen Helden. Das Tal braucht einen Helden. Und der Held ist... Rayman! Klar. Befreie die Elektrons, Rayman. Und hol den Proton zurück. Aber hüte dich vor Mr. Dark. Er wird dich suchen. Okay. Wald der Träume, mitten im Dickicht. Das erste Level. Und kommt jetzt noch was, was sie uns erzählen? Nein, ist nur ein Standbild. Okay, was ist hier los? Was habe ich vor? Wie man ja lesen kann, dies ist kein Let's Play Rayman Advance, bla blub, sondern 10 Minuten Rayman Advance. Und wie komme ich, hupsala, darauf? Ja, ich habe in letzter Zeit immer mal wieder meine Spiele ausprobiert und geguckt, ob man, sie Let's Playen kann und hatte eigentlich vor, dieses Spiel hier mit zu LPen, da ich ja irgendwann Rayman 3 Hoodlum Havoc spielen wollte. Ein echt super witziges und super tolles Spiel, euer Leben. Aber ich wollte das dann nicht einfach so anfangen lassen, sondern... Was bist du denn? Ich wollte dann auch vorweg die Teile spielen, sodass wir, falls da irgendwie storymäßig sich was aufeinander aufbaut, also dass man das alles hat und... Naja. Finde ich halt einfach schöner, mal so ein bisschen der Reihenfolge nachzuspielen. Nur hat sich dann beim Antesten herausgestellt, dass ich dieses Spiel... nicht lange Let's Playen kann. Okay, du tust mir nichts. Es war mir auf Dauer viel zu langweilig. Aber trotzdem wollte ich das dann nicht einfach auslassen und es wenigstens mal gezeigt haben. Und hier schon das Ziel. Und dann kam ich auf die Idee mit diesen 10 Minuten blablub, wie auch immer. Ach so, soll ich hier hochspringen? Nee, ich riskiere es lieber nicht. Da ist nämlich, ja, da ist Wasser. Genau, und was habe ich mit diesen 10 Minuten, blablub vor? Jeweils, also blablub steht natürlich für irgendein Spiel immer. Ich möchte mit diesen 10 Minuten irgendwas euch Spiele nahelegen, die in mein eigentliches Let's Play-Schema passen. Ich aber aus... Gott, bist du aggressiv. Da ist schon wieder so ein Vieh. Naja, aber die ich aus Zeitgründen oder aus Interesse oder was auch immer ich dann halt habe. Vielleicht auch sind sie auch einfach zu lang. Jedenfalls
welche Spiele ich dann nicht Let's Playen werde. Aber trotzdem toll finde und gerne Let's Played hätte. Oh! Gott, diese blöden Viecher. Geht doch hier mal vorbei. Oh, ein witziger Speicherpunkt. Tschüss. Kann ich rauf. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt. Na, wie gesagt, Spiele, die ich toll finde, die sehenswert sind, die ich aber nur kurz zeigen kann. Bei einigen ist aber noch nicht sicher, ob ich sie... Ach, verdammt, der... Nein! Nein, ich dachte, ich könnte dagegen schlagen. Okay, gut. Ein Leben verschwendet. Ups. Na, wie gesagt, es könnte aber sein, dass ich in der Reihe der Spiele, die ich dann nur 10 Minuten vorgestellt habe, doch Lust bekommen sollte, sie irgendwann doch zu Let's Playen und dann werde ich daraus halt den ersten Part oder so machen. Aber das ist bisher noch nicht angesagt. Ich habe viel vor, sehr, sehr viel. Und deswegen kriegen ganz viele Spiele erstmal nur 10 Minuten. Ja, oder auch ein bisschen mehr, denn ich sehe, ich habe gerade kaum was geschafft. Es ist kaum Story rumgekommen und wir sind nur im Tutorial. Und ich denke, ja, ich werde das nicht 10 Minuten machen. Also es werden auch nicht immer 10 Minuten. Meistens wohl eher drüber, es sei denn, es gibt wirklich am Anfang so viel zu sehen, dass 10 Minuten reichen, um kurz mal reingeschnuppert zu haben. Hallo Raymond, ich bin Petia, die Fee. Ich werde dir bei deiner Suche helfen. Durch mich kannst du neue Fähigkeiten erhalten. Genau, und sie gibt uns dann gleich eine. Wusch. Du kannst mit deiner Faust zuschlagen. Viel Glück. Zum Zuschlagen B-Knopf drücken. Je länger die Taste gedrückt wird, umso weiter geht die Faust. Und das probieren wir hier jetzt mal aus. Sieht noch ziemlich süß und lieb und nett aus. Und damit können wir dann diese Pflaumen runterschlagen und an höher gelegene Ecken kommen. Ja, noch mal kurz zur Story. Ah, das mochte ich schon immer nicht. Wie man ja gesehen hat, hat Mr. Dark die Electoons gefangen. Und wir müssen sie... Oh... Oh, Entschuldigung. Ah, cool, jetzt können wir auf dem laufen. Kann ich dich auch ins Wasser schlagen? Nee, jetzt bist du gestorben. Toll, ich habe die Pflaume verschwendet. Na, jedenfalls, die Electoons wurden gefangen. Wir mussten sie alle, oder müssen sie alle befreien. Ja, und mehr kann ich auch nicht sagen, da ich das Spiel selbst nur angetestet hatte und mir dachte, das Stück Videospielgeschichte, das ich damit verpasst habe, hole ich nach. Aber ich glaube, Rayman Advance hat jetzt storytechnisch nicht unbedingt so viel drin, was... Bam! Was dann an die Nachfolgerteile anknüpft. Mich wundert's eigentlich voll, aber bisher habe ich jetzt auch nichts darüber nachlesen können oder... Irgendwie so gesehen kann ich auch... Genau. Sehr schön. Ich kann auch so schlagen. Meins. Und jetzt runter da. Rayman 2, The Great Escape, hat da storytechnisch, glaube ich, mehr zu bieten. Ja, zumindest was den Zusammenhang mit den Hoodlums und Lums allgemein und der Welt und den Charakteren, die man so kennt, wie Globox... Und so weiter. Also da sieht man dann eher eine Verbindung. Aber hier ist es noch recht random. Sollte jemand das Spiel kennen und ich rede hier ziemlichen Mist, dann freue ich mich doch immer darüber, wenn ihr mich verbessert. Jetzt sag mal. Nein! Okay, dann gehen wir, glaube ich, gleich ins Ziel, oder? Oh ne, es ist noch ein Weilchen. Au! Gott, ist das nervig! Was ist denn los? Ist hier irgendwo Energie? Das wäre ganz nett.
Okay, dann hier hoch. Okay, und ist hier gleich das Ziel? Nein, aber nehmen. Oh nee, nicht schon wieder einer von den Duckenden. Oh Gott. Oh, ich dachte schon, der... Hey, ich habe meine Energie wieder. Super. Super, super, super. Oh. Oh Gott, du kannst schießen. Gib diese Viecher frei. Oh, ich sehe gerade, es scheint 3 Käfige zu geben. Ich glaube, ich bin nicht motiviert genug, da alle zu befreien. Kann ich weiter runterschauen? Nein. Kein Scrolling. Sag mal, spuckt da irgendwas zu? Hat da gerade irgendwas zu mir hochgespuckt? Toll, ich kann nichts sehen. Päh. Also weiter. Ich habe doch sicherlich wieder irgendwas vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Okay, hier können wir unser Spiel speichern. Und da ist wieder die nette Melodie. Ja. Wir ersetzen unser Spiel. Machen noch dieses Level. Die Lagune der Angst. Psst. Wir schleichen uns an und befreien die Protoons. Nee, Elektoons. Oh, es klingt ja wieder heiter, locker, flockig. Bam. Oh. Whee. Schaukelflaum. Und. Häpp. Ich verpasse unten bestimmt ganz viel. Whoops. Whoops. Oh, es fällt weg. Nicht gut. Cool, du kannst kriechen. Sieht ja voll witzig aus. Lalala. Und hepp. Und hepp. Wo auch immer wir hier hinkommen. Haha, ausgewichen. Befreit. Lalala. Oh, hier ist schon das Ziel. Okay. Ich wollte doch noch irgendwas loswerden. Oh Mann. So. Cool, noch so eine Faust. Und wo genau soll ich jetzt hin? Okay, da sind wieder diese Kugeln. Oh. Oh, bist du ein Boss? Bam. Und nochmal. Nein! Oh, verdammt. Oh, verdammt. Gott, knappe Sache. Oh, sieht schmerzhaft aus. Oh, sei nicht traurig. Kann ja Freude werden. Yeah, das hat doch Stil. Das ist doch mal ein... Woo. Nein, die Faust brauchen wir. Ein netter Held. Jetzt habe ich die andere verpasst. Oh, oh. Das sieht sehr schmerzhaft aus, diese roten, was auch immer, Früchte. Oh! Fast stecken geblieben. Es wäre nicht gut gewesen. Und da hat es mich dann schon auseinandergerissen. Zack. Nehmen wir auch mit. Unsere Faust glitzert. Das gefällt mir. Ist nur die Frage, ob es uns was bringt. Wow. Mist, ich habe eine Faust verpasst. Fliegen wir mal hier oben lang. Oh, 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 gefährlich. Fliegt das viel schneller? Oh. Verdammt! Was ist mit dir los? Gott, oh Gott, oh Gott. Unser komisches Moskitovieh ist voll drauf. Ja, ja. Was? Es hat mich schon wieder erwischt? Kann nicht wahr sein. So, jetzt sei aber vorsichtig. Noch einmal getroffen werden und es ist vorbei.
Und wir haben auch das gemeistert. Durch da. Und noch ein letztes Mal Bettia, denn ich mache gleich aus. Der Part wird sonst zu lang. Du bist mutig, Raymond, aber es reicht noch nicht. Für was? Jetzt bist du in der Lage, dich festzuhalten. Ja, kann schon mal nicht unpraktisch sein, würde ich mal sagen. So. Schön. Okay. Beende dann mal diesen... Was heißt hier Part? Dieses Video. Das war mein erstes 10 Minuten mit Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde das Ganze immer in unregelmäßigen Abständen hochladen. Wahrscheinlich aber mindestens eins im Monat immer. Es könnte sein, dass wenn ich einen guten Lauf habe, jede Woche eins kommt. Habe ich mal keine Zeit, dann wird es eben alle 2 Wochen eins oder sogar nur eins im Monat. Je nachdem. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet das auch ganz nett. Und wer Interesse hat und das Spiel doch mal weitersehen kann, kann ja anmerken, dass es doch ganz interessant sein könnte. Und ich werde mir überlegen, ob ich in Zukunft, wenn die Zeit es zulässt und die Lust und so weiter und so fort, doch mal weitermachen werde. Okay, das war's dann von mir und meinen 10 Minuten Rayman Advance. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Kyoko.